Willkommen wieder zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir Reggie Steel gefangen. Und in diesem Part werden wir uns Reggie Gigas vornehmen, nämlich den Vater oder den Onkel von den drei Regis. Könnte man fast schon so nennen, ja. Aber zuerst muss ich hier mal Topschutz einsetzen und ich muss noch irgendeinem der Regis Stärke beibringen. Das werden wir später gebrauchen. Ja, um ein kleines Rätsel zu machen, und ich mache das sofort, damit ich das nicht später machen muss. Ich hätte das jetzt auf Screen machen können, aber ich war viel zu faul. Kennt ihr ja bestimmt, ne? So. Alle drei Regis können Stärke lernen. Ich habe es aber Reggie Rock beigebracht, da das am meisten Sinn macht. Reggie Rock. Oh yeah. Also, warte. Das legendäre Pokémon Reggie Gigas befindet sich an sich nicht hier, sondern beim Wendelberg. Ihr wisst ja schon, diesen komischen einen, diesen komischen Berg, ja, dieser Twist Mountain, bei dem wir einmal waren, keine Ahnung wann. Aber man kommt auch von dieser Höhle aus zum Wendelberg, nämlich hier durch. Oh yeah. Ihr seht schon links oben Wendelberg, oh yeah. Hier waren wir, glaube ich, schon ein einziges Mal. Ich hatte schon auch gesagt, wozu dieser Stein hier gut ist. Und das legendäre Pokémon findet sich dann hier oben. Ich weiß aber nicht, ob ich euch diese Höhle gezeigt hatte. An der Mucke könnt ihr aber erkennen, worum es geht, ne? Genau. So, hier muss man ein kleines Rätsel machen und dazu brauchen wir die Attacke Stärke. Und das werden wir also sofort machen. Wir müssen den Stein hier ganz oben schieben. Bis nach ganz oben schieben. Ich weiß auch nicht warum, aber das muss halt so sein. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir kann man hier nicht runterspringen. Bei euch sollte es an sich gehen. Ich denke, das ist, weil ich den Cheat aktiviert habe, um schneller zu laufen. Und irgendwie kann ich dadurch nicht hier runterspringen. Was? Okay, jetzt ging es. Okay, man muss laufen, um da drüber zu springen, was auch sehr blöd ist. Okay. I'll take it, why not? Ja, was mir sehr aufgefallen ist, was ich auch in meinem letzten Spielstand erwähnt hatte, dieses Rätsel ähnelt sehr dem von der Eiskammer, also von der Eishöhle in Pokémon Kristall. Ist man sich gleich aufgebaut, wie mir so auffällt, ne? Nur halt, dass es nicht mit Eis ist. Das ist auch sehr viel Sinn mal. Kann ich den nochmal schieben? Ich denke nicht, ne? Hier muss man aufpassen, den sollte man nicht zu viel nach oben schieben, ansonsten schiebt man viel zu viel, ne? So, ich denke, jetzt sollte es klappen. Ich denke, dass... Ja. Ja. Ich habe das jetzt richtig gemacht, sehr gut. Und hier ist er auch. Reggie Gigas. Aber zuerst möchte ich die drei Statuen reden, mit den drei Statuen Rädern. Hier könnt ihr die drei Pokémon auch erkennen. Hier ist Reggie Ice, hier ist Rock und hier ist Steel. Oder warte. Ja, ich denke schon, ne? Ja, ich rede mal mit Reggie Ice. Bladeus hat in den Stein gemeißelte Inschrift gelesen. Nein, habe ich noch nicht. Ein Körper aus Eis. Eins der Fragmente, um den König zu rufen. Der König. Ein Körper aus Gestein. Eins der Fragmente, um den König zu rufen. Ein Körper aus Stahl. Ja, das sind sehr weise Worte. Ich dachte, da würde so eine ganze Geschichte draus kommen, aber anscheinend nicht. So, zuerst werde ich mal hier ein Save State machen. Machen wir auf 9, auf der Nummer 9. Und an sich kann der Kampf auch gleich losgehen. Aber zuerst muss ich gucken, wenn hier... also mit wem ich das Ganze anfangen werde. Ich werde wie immer mit Elevolt Kit vorgehen. Eine Pokémon-Statue, von der eine gewaltige Kraft ausgeht. Hier ist der Reggie Gigas, oh yeah! Ja, um den Kampf hier zu machen, braucht man, wie schon gesagt, die drei Regis, die ich mitgenommen habe. Ansonsten kommt es nicht hier zum Kampf, ne? Und ja, dann kann das Ganze schon losgehen. Er ist etwas stärker als die anderen Regis. Er ist auf Level 68, die anderen waren auf 65. Es wäre an sich intelligenter gewesen, den einfach auf Level 70 zu machen, um das Ganze aufzurunden. Aber naja, egal. So, Reggie Gigas ist vom Typ Normal. Er sieht vielleicht aus, als wäre er vom Typ Pflanze, Gras, ich weiß auch nicht was. Aber nee, er ist vom Typ Normal. Was eine sehr komische Kombination ist an sich, also ich weiß nicht. Nö, also nicht Kombination, aber es ist ein sehr komischer Typ für so ein legendäres Pokémon, ne? So einfach Typ Normal. Naja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist der von den Werten her sehr, sehr, sehr krass stark. Er hat nur einen sehr schlechten Effekt, ne? Die ersten 5 Runden werden seine Angriffe halbiert, was sehr schlecht ist. Erst danach kann er seine richtige Stärke entfalten, aber ja, am Anfang des Kampfes, wie er gerade kämpft, ist mit der
Hälfte, also mit der Hälfte seiner richtigen Stärke. Und trotzdem gibt er mir Resaurus. Ey, das ist ja mal krass, ey. Wartet mal ab, bis der so richtig, ne, draufschlägt mit seinen krassen Attacken. Sobald die 5 Runden vorbei sind, kann er so richtig reinhauen. Das wird etwas krass. Naja, egal. Ich hoffe einfach mal, dass ich den schnell fangen kann, damit ich nicht viele Probleme bei dem habe. Also wir haben schon den hier gut paralysiert, ne? Paralysiert. Und ja, er ist schon im roten Bereich. Das heißt, ja, sind gar nicht mal so schlecht dran. Und ich werfe mal einfach einen Finsterball. Gucken wir, wie es sich machen wird. Ja. Kann man nichts drüber sagen, ne? Ja, der erste Versuch war nicht mal so gerade gut, aber okay. Ich meine, dieses hier, ja, sollte etwas schwerer zu fangen sein als die kleinen Regis, ja? Denn dieser hier ist der König der Regis. Naja. Inwiefern das jetzt irgendwie so anders ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Fangrate wirklich jetzt anders ist als bei den anderen Regis. Ich denke schon, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, egal. Irgendwann wird er auch drin bleiben müssen. Aber ihr seht schon, der Typ macht mich alle. Ich kann ja nichts machen. Ich meine, er zieht mir sehr viel ab. Die 5 Runden sind an sich schon vorbei. So, ein Hyperball, komm. 1. Balls. Sein Kopfstoß. Ja, das sollte reichen, um mich zu töten. Und das reicht sowas von. Ich hätte Hermes mitnehmen sollen. Hermes würde das Ganze locker überleben. Aber diese hier... Registeel sollte auch viel aushalten können, der vom Typ Stahl ist und ihm Normalattacken und Psychoattacken nicht viel ausrichten können. Ich denke, mit dem werde ich hier weitermachen. Das trifft sich doch gut. Regi gegen Regi. Oh yeah. So, ich werde weiterhin Finsterbälle werfen. Ich denke, die wirken gerade. Also ich bin in einer Höhle und in den Höhlen sollten Finsterbälle wirken. Denke ich. Ja. Gegenstoß. Ist das nicht... Nee. Okay, ist okay. Ich dachte, es wäre eine Kampfattacke. Das wäre jetzt blöd. So, ich werfe mal einen Timerball. Sie hat schon so eine kleine Zeit vergangen, ne? An sich könnte ich ihm noch etwas Leben abziehen. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Aber ich habe so etwas Angst, dass ich den töten könnte. Vergeltung. Fuck, das ist eine Kampfattacke. Da hat er mich erwischt, dieser Drecksack. Oh yeah. Was könnte ich einsetzen und den nicht... Nee, warte. Nee, ich riskiere es nicht. Ich hab so ein Gefühl, dass ich den töten würde. Egal, was ich einsetzen würde. Naja. Ich weiß nicht mal, was ich einsetzen soll. Ich mach wieder mal einen Finsterball. Ich habe am meisten Vertrauen in den Finsterbällen und in den Timerbällen. Über die Hyperbälle brauchen wir gar nicht sprechen, ne? 2. 3. Fuck. Ah, ich dachte, ich hätte ihn. Dang it. Okay, wenigstens hat er mich jetzt nicht getötet, ne? Warte, ich glaube, ich muss mein Regi hier heilen. Das wäre nicht mal so schlecht an sich. Denn der kann irgendwie am meisten aushalten. Und die Mucke ist einfach übergeil. Keine Ahnung, die wird einfach nicht langweilig. Auch auf Dauer, keine Ahnung. Macht immer wieder Spaß, die Musik zu lauschen, ey. I like that shit. Na, warte. Ja, okay, gehen wir mal zum Hyperball rüber, ne? Ey, stellt euch jetzt mal vor, ich hatte so einen Schwerball. Ich meine, beim Reiki Gigas würde so ein Schwerball sehr viel Schaden anrichten. Und ich meine, von der Fangrate aus sehr. Manfred! Fast! Dang it! 3-mal! Ey, Regi, really good! Also, Regi Steel hat gerade die Attacke abgewehrt. Ist der mal cool drauf, ey? Der ist ja voll cool drauf. Und ich muss mir Timerbälle kaufen. Wo bekommt man die zu kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss die irgendwo aufsuchen. Ich habe nur noch 30 Stück, ey. Das ist viel zu wenig. Ich muss mir 100 Stück kaufen. Damit ich auch sicher weiß, dass ich immer sehr viele bei mir habe. Die Hyperbälle habe ich schon an die 100, ne? Die Finsterbälle nicht mehr. Aber ich denke, das reicht immer noch aus, um ja, die verbleibenden legendären Pokémon zu fangen. Hoffentlich, ne? Doof. Gegenstoß. Ich muss ihm irgendwie noch etwas Leben abziehen. Da wäre die Chance bestimmt etwas größer. Vielleicht auch nicht, ich weiß es auch nicht.
Eins, zwei, drei. Der nutzlose Hyperball hat sich mal als nützlich erwiesen. Ist das mal schön, ey. Man sagt, es habe Pokémon aus einem Eisberg, Felsen und Magma nach seinem Abbild geschaffen. Also es hat diese drei Pokémon geschaffen. Kann das sein? Das klingt... Seht ihr, die Story wird immer seltsamer und viel krass seltsamer um die drei Regis, ne? Also wir brauchen wirklich so eine klare Erklärung, was da wirklich abgelaufen ist mit diesen Regis. Ist irgendwie sehr mysteriös, aber ich mag das irgendwie, ne? Trotzdem möchte ich wissen, wie es wirklich ist. Mein Gott. So, gehen wir mal hier raus. Jetzt haben wir die meisten legendären Pokémon angefangen, aber jetzt bleiben noch einige. Wir haben jetzt noch nicht alle, was an sich auch sehr, ja, keine Ahnung. Es bleiben noch, warte, 3-4 Stück, oder? Kann es sein? Ich werde euch natürlich nicht sagen, wen wir noch fangen können, aber ich denke, die meisten können sich bestimmt denken, da sie das Spiel bestimmt schon durch haben. Aber ich meine, für die, die es halt nicht wissen und die mir trotzdem hier beim Spielen gerne zusehen, naja, die werden dann, ja, keine Ahnung, sich überraschen lassen müssen. Ja, das war jetzt, ja, skurril, egal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt alle drei, also alle vier Regis angefangen, was natürlich sehr schön ist. Jetzt können wir auch unsere normalen Pokémon wieder mitnehmen. Denn, ja, die Regis brauchen wir nicht mehr. Und, ja, so viel dazu. Dum, 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 dum. Warte. So, der ist hier. So. Ich werde mal Hermes wieder mitnehmen. Ich habe den schon lange nicht mehr benutzt. Ich finde den cool, aber ich komme irgendwie nicht dazu, den oft zu benutzen. Was an sich sehr schade ist. An sich, ja. Ich benutze das Wort viel zu oft. Aber irgendwie hat es was, ne? Ich meine, ja. Es ist so ein Markenzeichen meinerseits mittlerweile. Ich bin so cool. Warte, wen hatte ich vorhin mitgenommen? Ich hatte dieses komische Kobalium mitgenommen. Warum das denn? Wegen Zertrümmerer, ich wollte euch das noch zeigen bei diesem komischen Mann, der euch den Weg dann frei macht. Ah, komm, das machen wir aber noch schnell. Ich möchte euch gerne mal zeigen, wie das, ja. Also nicht, wie das geht, ihr wisst bestimmt, wie es geht. Aber trotzdem, ich bin cool und kann es euch dann mal zeigen. Ja, die restlichen Pokémon werde ich dann später mal nehmen. Egal, ist egal. Wir haben sowieso Zeit. Ich denke, wir haben nicht mal 10 Minuten hier. Oder, ja, fast an die 10 Minuten, ne? Ja. Haben wir hier Topschutz? Haben wir Topschutz? Yep, sehr gut. So, bei diesen Männern hier oben, bei denen ich vorhin war, kann man mit dem hier reden. Puh, wir graben zwar, was das Zeug hält, aber irgendwie, sag mal, du hast nicht zufällig ein Pokémon, das der Trümmer gelernt hat? Auf geht's, mit vereinter Kraft graben wir uns durch jeden Fels. Hurra, hurra, hurra! Wunderbar, damit steht die Verbindung zum Wendelberg. Jetzt nur noch dem Verantwortlichen für die Lore Bescheid sagen, dann können wir nach Hause gehen. Ach so, es ist eine Verbindung zum Wendelberg. Okay, also irgendwie sind diese zwei Berge sehr skurril. Ich werde da immer irgendwie durcheinander, ne? Naja, egal. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, dass das geht, weil vorhin hatte ich das immer mit diesem Cheat hier gemacht, um einfach durch die Wände zu laufen und bin dann zufällig durch diese Tür hindurchgegangen und... Ja, hat mich dann irgendwie so krass gewundert. Wieso geht denn das? Jetzt weiß ich warum. Also mein Freund hatte mir das gesagt. Ich hatte das gar nicht gewusst, ne? Also der zockt auch gerade Pokémon Weiß 2 und ja, der wusste Bescheid und ich so, ey Alter, was läuft mit dir? Weiß ja voll Bescheid und so, Mann. So, ja, jetzt kann ich meine Pokémon wieder mitnehmen, ne? Dum, 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 dum. Kann ich sogar den mitnehmen? Ich meine, diesen nutzlosen Bastard. Nee, Latias ist geil, ne? Ach ja, stimmt. Den hier muss ich rausnehmen. Habe ich jetzt wieder mein komplettes Team? Oh yeah. Schon lange her, ne? Ist jetzt schon sehr viel zu lange her, dass ich die alle vereint hatte, ne? So, wo werden wir uns jetzt hinbegeben und welches Pokémon werden wir uns als nächstes einfangen? Ich habe so ein Gefühl, ich weiß genau, wo wir hingehen werden. Genau hier. Warum hier? Das werdet ihr leider erst im nächsten Part erfahren, Leute. Oh yeah, ich bin so ein Drecksack, ich weiß.
Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part hier gefallen haben sollte, würde ich mich über Unterstützung mit einem Daumen hoch freuen. Und seht ihr euch dieses coole Wasser hier an? Das sieht mal geil aus, ne? Ich kann über das Wasser hier gehen, wie Jesus es damals auch gemacht hatte. Ich kann es vormachen, seht ihr? Kann fast keiner, ey. Wieso kann man dieses Wasser hier nicht normal bewundern? Seht ihr, man muss immer cheaten, um die geilsten Sachen im Spiel zu erleben. Das sollte verboten werden, ne? Egal, wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Ich sage Tschüss, euer Bladius.